Ja, ich denke, am meisten einsam fühlt man sich dann vielleicht schon, wenn man vielleicht gerade mal nicht so gut gespielt hat. Kommt dann ja dann auch nach der Niederlage zurück ins Hotelzimmer, du bist dann erstmal alleine und musst dann ja so ein bisschen damit klarkommen, dass es vielleicht heute nicht so gut lief. Das ist ja für auch so einen ehrgeizigen Menschen, wie ich das bin, der echt auch nicht so gut verlieren kann, dann oft schon mal ein bisschen härter, aber ja, das zeigt dann auch immer wieder, dass wenn man da mal 1, 2 Nächte drüber schläft und mit den Jungs dann was essen geht und auf andere Gedanken kommt, dann fühlt man sich auch nicht mehr so einsam und dann geht es auch weiter und dann kommen auch wieder gute Turniere. Ja, es ist schon teilweise vielleicht nicht ganz so spannend, wie man sich das vorstellt, da wir einfach echt viel Zeit im Hotel verbringen. Wir werden meistens dann auch vom Hotel mit dem Shuttle in die Halle gefahren und sehen so eigentlich relativ wenig von der Stadt, was manchmal echt schade ist, wenn man eben einfach in tollen Städten ist, wie in Tokio zum Beispiel. Ja, aber grundsätzlich denke ich, dass wir natürlich schon sehr, sehr viel rumkommen und es auch ein super Privileg ist einfach, dass man echt schon in vielen Städten war und wir versuchen dann auch schon immer mal, wenn man mal einen Tag frei hat, da dann auch mal die Stadt zu erkunden. Aber grundsätzlich verbringen wir schon viele Stunden im Hotel, im Shuttle und in der Halle und relativ wenig draußen in der freien Natur. Ich suche mir schon dann gerne auch einen, der mit mir da ein bisschen die Stadt erkundet. So ganz alleine, ja, ich bin auch nicht gerne alleine und auch nicht so ein Einzelgänger. Und deshalb mit Ricardo habe ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht und das passt einfach super. Und wir haben auch ungefähr die gleichen Interessen. Da hat es bis jetzt immer ganz gut gepasst. Ricardo hat schon eigentlich, der guckt schon gerne im Internet nach, was wir uns angucken. In Hongkong habe ich so ein bisschen den Plan vorgegeben, weil die da super Schuhläden und Sneakerläden haben. Und da bin ich dann so ein bisschen vorangegangen. Da hat er auch schon einen kleinen Hals gehabt, weil es echt sau warm war und wir da gefühlt 5, 6 Stunden nach diesen Läden Ausschau gehalten haben. Ja, mein Schuh-Tick, der hat vielleicht vor 2 Jahren ungefähr angefangen. Da kam ganz coole Sneaker raus von Kanye West damals, von einem Rapper. Und ja, da habe ich zu meiner Freundin schon immer gesagt, oh, die Schuhe will ich unbedingt mal haben. Und die waren sauschwer zu bekommen in Deutschland. Und ja, dann habe ich mich so ein bisschen informiert und seitdem wurden es irgendwie immer mehr Schuhe, aber es ist ja wie so ein kleines Hobby für mich geworden und ich gucke da echt immer, was so rauskommt. Stehe dann manchmal auch morgens schon um 7 oder 8 Uhr auf, dass ich dann auch echt ja, versuchen kann, die Schuhe dann auch zu bekommen, weil die oft echt nicht so leicht zu bekommen sind. Auf Reisen habe ich immer ein Buch dabei, meistens ein Fantasy-Buch. Da bin ich jetzt irgendwie seit einem Jahr so ein bisschen drin. Das konnte ich früher gar nicht so lesen, aber heute fällt es mir irgendwie gut. Mein iPad ist immer dabei, um einfach ein paar Serien zu gucken und ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Lautsprecherboxen sind auch immer dabei, weil ich echt sehr, sehr viel Musik höre und mich das auch ganz gut ablenkt von dem bisschen Stress, was man eben dann auch hat vor den Matches. Ja, ansonsten natürlich Schlägerschuhe, Klamotten. Das ist immer das Erste, was ich einpacke. Genau, das war es eigentlich. Ja, Timo hat sich schon tatsächlich ab und zu mal was bei mir geliehen, weil er sehr gerne mal Socken vergisst oder Handtücher vergisst. Zum Glück haben wir ja den gleichen Ausrüster und da macht es dann auch nichts, dass ich ihm mal ein Handtuch abgeben muss. Ja, deshalb. Aber sonst haben sich noch keine bei mir Sachen. Ja, das ist natürlich nicht so einfach, da noch andere Hobbys zu finden. Ich meine, Tischtennis ist ja schon meine große Liebe und deshalb natürlich auch mein Hobby. Aber wie gesagt, versuche ich schon viel nach Hause zu kommen zu meinen Freunden, habe meine Schuhe, ja, gucke auch immer nach neuer Musik. Das ist auch so ein bisschen was mich ja echt bei guter Laune hält. Ich versuche schon seit echt vielen Jahren Schwedisch zu lernen. Ich habe jetzt mal wieder angefangen. Ich hoffe, ich kann es diesmal ein bisschen länger durchziehen. Also ich bin im Sommer auch in Schweden Boot gefahren, so ein kleines Bötchen.
Das hat mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also das würde ich gerne öfter machen. Da glaube ich, müsste ich aber an einem anderen Ort wohnen und einfach ein bisschen mehr Zeit haben. Aber das im Sommer ganz entspannt da aufs Wasser rausschippern und da haben wir noch ein bisschen geangelt. Das war auch sehr, sehr entspannt. Also das hat mich schon sehr runtergebracht und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also das würde ich gerne weiter forcieren. Freunde sagen mir immer, ich kann nichts außer Tischtennis spielen. Ja, ich denke mir schon öfter mal, jetzt muss ich jetzt wieder früh aufstehen und ins Training und schwitzen. Oder gerade auch nach Niederlagen, wenn man so denkt, warum mache ich das eigentlich alles? Es tut irgendwie dann schon ziemlich weh, das Spiel jetzt verloren zu haben oder das wichtige Spiel jetzt für die Mannschaft verloren zu haben. Aber dann nach ein paar Stunden denke ich mir schon wieder, es ist halt schon einfach der beste Job, den ich mir vorstellen kann, den habe ich mir als Kind schon immer gewünscht. Und da nimmt man gern dann auch mal vielleicht die bisschen schlechteren Phasen in Kauf. Es gibt ja auch echt viele schöne Phasen und dass man echt viel rumkommt, viel auch fürs Leben lernt. Also was ich schon durchs Tischtennis gelernt habe, meine eigenen Entscheidungen zu treffen, zu überlegen, was ist jetzt gerade wichtig für mich. Ich denke, ja, das lernt man eben dann im Hochleistungssport dann auch vielleicht einen Tick früher, weil man einfach ja konstant Leistung abrufen muss. Und ich denke, das macht es dann auch irgendwie so wertvoll und macht dann auch wieder den Reiz an der Sache aus.